So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Part des Three Gathers von Pokémon Gold. Und in diesem Part sind wir, wie ich sehe, beim Rocket Boss. Okay, sind also schon sehr weit vorangekommen. Und weiter geht's, los. Ah, du bist so weit gekommen. Du musst ein ausgezeichneter Trainer sein. Wir planen, die Radiostation zu annektieren und unsere Rückkehr bekannt zu geben. Das sollte unseren Anführer Giovanni überzeugen, sein Solo-Training abzubrechen und zurückzukehren. Wir werden unseren führenden Ruhm wiedererlangen. Ich werde nicht zulassen, dass du unsere Pläne durchkreuzt. Gut, und da der gute alte Markus anscheinend schon mit dem Trainer gesprochen hat, gehe ich davon aus, dass, ja, zwei Pokémon sind tot. Und Nusta, ja gut. Und wie fangen wir an? Eieiei. Ja, 22 HP. Ist klar. Boah, fuck. Ja, oh, nochmal Glück gehabt. So, Runde ist eine schlechte Verteidigung, von daher gehe ich davon aus, dass Body Slam ein One-Hit, sag ich doch, wird. Puh. Ja, jetzt ruhig die Pokémon noch auffallen können, Markus. Banause. Ja. Kyoko, komm. Smogmog. Nee, Smogon. Gut. Da setzen wir einfach mal. Ja, ich glaube, man hört es immer noch, dass ich erkältet bin. Ja, eigentlich ist er erkältet, aber meine Nase tropft die ganze Zeit. Unglaublich. So, Hypertrank auf Neosan LPM. AK Markus. So, das hätten wir. Das Ding ist down. Und Rauchwolke, ja. Okay, das ist kein Problem. Ich versuche jetzt einfach mal die Smogon mit Kyoko runter zu kriegen. Sternschauer trifft ja wie gewohnt immer und Sternschauer! Wow. Epischer, hoher, unglaublicher Monster Schaden. Ja, der kann unsere Genauigkeit ruhig weiter sinken. Wir können mit Sternschauer die ganze Zeit angreifen und natürlich treffen. Schlammbad, ja gut. Eine Vergiftung wäre ganz gut. Dann geht Kyoko schneller down. Nö, tut's nicht. Schade. Du kannst natürlich auch Explosion einsetzen oder so. Tackle, wie Breaker sagen würde. Für diejenigen, die es nicht wissen, Breaker, wie gesagt, ein Let's Player mit nasiger Stimme. Schlammbad, ja, okay. Wie gesagt, Vergiftung wäre gut. Guck mal, immer wenn ich will, dass es vergiftet, tut's nicht. Und wenn es nicht soll, dann vergiftet. Das ist. Ah, Pokémon. Egal, gut. Kyoko müsste jetzt down sein. Weil ich möchte nicht, dass Kyoko weiter Erfahrungspunkte bekommt. Das wäre unnötig, wie Breaker sagen würde. Ich rede nur vom Breaker, unglaublich. Egal. So, Smogon. Die Smogon greifen wir jetzt mal mit der Schneider an. 70 Schneider. So, Smogon wurde in zwei geteilt und alle sind glücklich. Was kommt jetzt? Hundemon. Ja gut, gegen Hundemon können wir natürlich wieder drin bleiben. Müssen wir drin bleiben, wir haben ja sonst nichts anderes. Level 35. Setzen wir einfach weiter Body Slam ein. Hundemon. Schlechte Verteidigung, von daher sollte Body Slam diese Art. Plus Paralyse, unser Sieg. Lockerer Sieg. Smog. Ja. Du Schmog. Hör auf damit. Ja, das vergisst du natürlich. Okay. Smog. Gegengefähre. Boah, hat einer mitgedacht. Wer war das? Leute! Das gibt gerade Standing Ovations von mir. Respekt. Boah. Und damit hätten wir den Rocket-Vorstand besiegt. Nein! Vergib mir, Giovanni! Wie kann das sein? Unsere Träume wurden zerschlagen. Ich konnte meine Aufgabe nicht erfüllen. Wie Giovanni werde ich Team Rocket hier und heute auflösen. Leb wohl. Und die Musik ändert sich schlagartig. Der richtige Internat kommt und TGN. Vielen Dank. Dein Wagemut hat alle Pokémon dieses Landes gerettet. Ich weiß, es ist nicht viel, aber nimm dies. Ja, damit haben wir die Buntschwinge erhalten. Früher stand in Ducati City ein Turm, aber er war alt und baufällig. Also haben wir dort die Radiostation errichtet. Beim Abriss fanden wir dies auf der Spitze. Man sagt, riesige Pokémon flogen früh über Ducatia City. Vielleicht hat ein Pokémon diesen Gegenstand verloren. Ähnlich wie jenes, das am Zentrum in Teak City auftaucht. Okay, ich muss in mein Büro zurück. Herr Bang, bitte ins Büro für Personalangelegenheiten. Gut, das hätten wir jetzt erledigt. Und ich würde sagen, was machen wir jetzt?
Ich gehe einfach mal zurück. Komm. Du kannst jetzt, die haben wir alles abgeschlossen. Und ich glaube, in diesem Part könnten wir unser nächstes Teammitglied sogar noch fangen. Ja, ich werde es auf jeden Fall in diesem Part noch fangen. Ach, zur Seite. Scheiß Copycats hier. Gibt's doch nicht. So, erstmal auffällen, hier schön unsere Pokémon. Wir heilen deine Pokémon, machen sie wieder fit. Okay, wir bewegen deine Pokémon. Bam, 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 bam. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich in meinen Parts wenig erreiche. Ich weiß auch nicht warum. Mir kommt immer so vor, als ob die anderen beiden schneller sind als ich. Ich fühle mich nicht gut. Egal. Komm, Mahogany City. Da kann der gute alte Regi nochmal ein bisschen getröstet werden. La, 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 la. So, kann Kyoko eigentlich fliegen lernen? Dann würde ich sogar im Team behalten. Perfekt, Kyoko kann fliegen lernen. Versucht fliegen zu erlernen, aber Kyoko kann nicht mehr als 4 Tage lernen. Soll ein anderer Tag jetzt nochmal fliegen? Erstmal, nee, ja, bitte. Ja, Scham, brauchen wir nicht mehr. Ich hätte eigentlich Metronom weggemacht, aber Metronom hat einfach so diesen gewissen Ghetto-Style. Wisst ihr, was ich meine? Den Ghetto-Style. Boah! Ich höre mal wieder hier ein bisschen zum Aslak. Regi Aslak. Oh mein Gott. So, Pokémon ablegen. Sarah kann runter. Die Box ist voll. Nichts mehr als zu Box 2. Jetzt kommen erstmal die Speichern. Boah. Krass, wie die Technologie damals noch getickt hat. Erstmal die Boxen wechseln und dann auf die Box legen, dann noch speichern. Aber das hat natürlich auch viele Bugs ermöglicht. Unter anderem diesen komischen Pokémon-Verdopplungs-Cheat, womit ich früher immer meine Items verdoppelt habe. Sodass ich 99 Sonderbonbons hatte. Voll geil. Nun gut. Ich denke, es wird Zeit. Neosan LPM hat zu viel trainiert. Tausch. Für Slowsis. Nee. Doch, Slowsis. Slowsis trainiert jetzt einfach mal 2 Level. Warum? Ganz einfach. Das Ding entwickelt sich bald. Von daher, let's go! Route 44. Magonia City und Ebenholz City. Ich gewinne 100%ig. Was ich frage ist, wann wir dann überhaupt die legendären Pokémon fangen wollen. Die müssen wir auch noch fangen. Glaube ich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir das 100% durchspielen. So, Natu. Ich will auf jeden Fall diesen Part 20 Minuten lang machen oder so. Ich habe keine Ahnung, wieso. Doch, ich habe Ahnung. Ich will einfach dieses Pokémon da fangen. Was ich mir vorgenommen habe, zu fangen. Nachtnebel, nicht gut. So, Surfer. Und wir sind 11 Level über diesen Natu. Das heißt also, wir sollten... Oder dieses Natu sollte uns keine Probleme bereiten. Tut's auch nicht. Volltreffer down. Was haben wir noch? Level 36, was los ist. Wir haben jetzt noch ein Kadabra. Gut, Kadabra. Gegen Kadabra können wir drin bleiben. Und setzen wir einfach mal Surfer ein. Psychstrahl. Boah. Tschüss. Ne, jetzt sieht eigentlich so gut wie nichts ab. So, nochmal Surfer. Ich gehe davon aus, dass Kadabra diesen Surfer überleben wird, oder? Ja, natürlich doof. Ja, schade. Nochmal Surfer, Genesung. Gut. Jetzt ist es nämlich down. Okay, wie viele Trainer gibt es auf der Route? Ich glaube 6 oder so. Irgendwie sowas um den Dreh. Ja, doch, doch. Auf dieser Route sollten wir noch genügend Lustiges erleben. Das ist lustig. Und ich glaube, ich habe noch gar keine Entwicklung zugesehen im Let's Play. Ich glaube, das war echt so. Ich habe noch gar keine Entwicklung im Let's Play zugesehen. Ich habe noch... Oh, schade. Egal. Fetzack, hier. Ich angle so lange, bis ich nicht mehr kann. Und ich kämpfe bis zum Umfallen. So gehe ich auch mit meinem Pokémon um. Boah, du bist ja ein richtig harter Kerl. Du schlägst deine Pokémon. Du Arsch. Albin. Du Albino-Tierchen. Du. Remo-Reitrain. Oh, Body Slam. Cool, Fouquet kommt bei Body Slam. Wie geil ist das denn? Geil. Hammer, hab ich gar nicht gesehen, dass Body Slam kann. Aber ist episch, ne? Und noch ein Remo-Reit. Ja, bleiben wir drin. Remo-Reit.
Raid! Aurora Stadion. Und boah, wie gesagt, Remo Raid will ich auch mal in dem Let's Play benutzen. Das ist richtig geil. Beziehungsweise Octillery finde ich richtig geil. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht weil ich so gut saugen kann. Ah, war der flach. Robert flach. So, Level 36 für Fock. Okay, sehr gut. Und immer noch nicht entwickelt. Unglaublich. Schade eigentlich. Ja, ja, ja. Sehr schade. So. Nein! Gegen die wollte ich noch nicht kämpfen. Egal. Du siehst sehr stark aus. Gute Trainer, so ein Insekt, die ist auch starken Gegnern. Okay. So, eine Ast-Trainerin. Ast-Trainerinnen sind immer gut. Tragen enge Radlerhosen. Spaß. Spaß, Spaß. So, Focke. Hallo, Focke, Konfusion. Kassiert eine Konfusion, sollte nicht so viel Schaden machen. Nee, seht ihr? Ah ja, okay. Wenn es natürlich verwirrt und sich selbst verletzt, ist es was anderes. Ah Mann, das ist doof. Es läuft immer irgendwie schief. Immer läuft alles gegen mich. Die ganze Welt ist gegen mich. Keiner hat mich lieb. Ja. Ich hab ganz depressiv. Spukball. Stirb, dreckiges Smetbo. So. Bäm, und du bist weg. Geht doch. Was haben wir noch? Erst kommt, glaube ich, ein Glutexo, glaube ich. Neben Blubella. Ah, Glutexo war die nächste. Boah, sah das damals auch scheiße aus. Richtiges Trollface. Ei, soll ich. Ah, so Laschal. Losgesagt, Griff. Nein. Ah. Aua. Okay. Ist gestorben. Egal. Gut, muss halt Markus, der Big Boss, die Sache klären. Hier, Body Slam. Aber was für ein Trollface das Ding hat. Guck ich mal das Gesicht an. Richtiger Troll. Ah, so Lachschrei. Damals noch einen lustigen Sound, wenn es aufgeladen hat. Erinnert mich mal an Photosynthese. Photosynthese. Aber egal, das Ding ist auch down. Schnee von gestern, würde ich mal sagen. Und ja, was haben wir hier? Ich glaube, noch ein Astrid, glaube ich. Ja, genau. Victor oder so. Victor Reznov. Okay. Was hat der Typ für Pokémon? Das frage ich mich jetzt gerade. Ja, das ist Richard. Nee, Stan. Sopak? Stan? Bist du's? Quatsch, ist er natürlich nicht. Hat aber ein Glutexo. Auch wenn ich frage, woher das Glutexo hat. Ich hätte auch gern kleines Glutexo. Weil ich später so einen prächtigen Lurak. Auch wenn ich Turtok früher immer besser fand. Der Sprite war natürlich scheiße von Turtok. In Rot. In Rot-Blau. Der sah aus wie so ein fetter Pimp. Richtiger PIMP. So richtig Zuhälter Turtok. Boah. So richtiges Zuhälter Turtok. Lurak sah dagegen geil aus. Und der Sprite in Gelb von Turtok, der war sowas von genial, Leute. Der war sowas von genial. Diese geile Pose, wisst ihr? Die Hand erstmal so zwischen den Beinen. So zu einer Faust ausgestreckt. Genial, wenn ihr mich fragt. So Goldini. Mom, Mom, Goldini. Wow, Goldini. Was los ist? Lecker. Lasst meins los ist in Ruhe. Die Banausen. Bam. Hätten wir jetzt Fock, hätte der jetzt hier die ganzen Goldinis eingeschläfert. Haben wir jetzt leider nicht, kann man nichts machen. That's life, how life goes on. And on. So, was haben wir noch? Noch ein Goldini. Wisst ihr was, wir wechseln jetzt einfach auf Markus, weil, wie gesagt, Markus ist der Big Boss. Gegen Markus können Wasser-Pokémon nichts machen, die können abtauchen. Also. Auch wenn Megane. Magani. Magi fix. Auch wenn Megane. Langsam. Regie langsam. Erst denken, dann reden. Auch wenn Megane auch so einen komischen Mund hat, wie ich sehe. Hat die Form von einem Wurm. Wie ich finde. Und Markus ist Level 40. Das erste Pokémon, das den 40er Bereich bei uns umstreitet oder überquert. So. Fuck yeah, Seeking! Sollte aber einem Rasierblatt von einem 15
Leveln höheren Pokémon nichts entgegensetzen. Sag ich ja. Zickzack, Gold King raus. Und Angler Alfred wurde besiegt. Gut. Hier haben wir noch einen Hyperball. Dum, 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 dum. Ich glaube, einen Trainer gibt es hier noch, oder zwei? Genau der hier. Ich tue alles, um solche Pokémon in den Finger zu bekommen. Ich lutsche sogar an Gliedern. Akira, du kranker Bastard. Unglaublich. Rihorn. Ich glaube, auf dieser Route konnte man Tangelas fangen. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube auf jeden Fall schon, ja. Hier, Rihorn ist natürlich ein potenziell gutes Opfer für Slowsis. Einmal Surfer und es geht down. So, das hätten wir. Was haben wir noch? Ah, das war's. Ach, deine Pokémon sind ja niedlich. Ja, finde ich auch. Nun gut. Wir gehen jetzt erstmal hier nochmal zurück, weil ich hier noch einen kleinen Strauch, ein kleines Sträuchlein gesehen habe. Und eine Brandbeere. Ist immer gut. Brandbeere. Alles klar, Willy Brandt. Wer war Willy Brandt, Leute? Guckt in eure Geschichtsbücher. Da habt ihr wieder was mit Regibank gelernt. Geschichtsunterricht bei Herrn Beng. Ja, okay. Das ist doof. Kapuzzi. Könnte ich jetzt fangen, aber ich habe irgendwie gar keinen Bock gerade. Sorry. Ne, ich habe echt keine Lust gerade, das Ding zu fangen. Weil ich will jetzt einfach noch unser nächstes Teammitglied hier auf der Ruhe fangen. Hier gibt es nämlich Tangelas hier, in diesem Gräs. Ah, Doppelleber, geil, ne? Doppelleber, eins der besten Items im Game überhaupt. Kann man nicht kaufen, kann man nur finden. Heilt ein Pokémon und füllt seine KP ganz auf. Also, wenn das nicht genial ist, dann weiß ich auch nicht mehr. So, und das hier ist der letzte Trainer auf der Route. Hast du schon von den legendären Vogel-Pokémon gehört? Eieiei. Er kennt die Geschichte um die drei legendären Vogel-Pokémon. Arno. Mit dem Tauboga. Auf Level 25. Gut, ich glaube, nachdem wir seine Pokémon besiegt haben, sollte Slowsis auch ein Level Up bekommen. Was das heißt, wissen wir. Oder sollten wir wissen. Und ja, unser nächstes Teammitglied gibt es im Eisfahrt. So viel kann ich euch schon verraten. Einmal Konfusion. Und das Tauboga ist besiegt. Okay. 16 Erfahrungspunkte. Sehr gut. Ja, doch, doch. Das sollte durchaus machbar sein. Windstoß. Nee, Windstoß. Schwach. Schwacher Move. Sehr schwach. Ich habe irgendwie Halsschmerz. Ich muss echt unbedingt was trinken. Dann halt sie wieder so trocken, boah. Das ist unglaublich. Einmal Surfer. Und Level up, oder? Level up. 100%, oder? Bam ins Gesicht. Epic Thrall Face. WTF Roll Loffel Mau. Arno wurde besiegt und. Und. Juhu! Ich bin ein Lahmus. Mich hat ein Muschas am Schwanz gebissen und ich bin zu einem Lahmus geworden. So, Panzerschutz. Nö. Drecksmove, Panzerschutz. Nö. Brauchen wir nicht. So, und jetzt komme ich irgendwie auch wieder ein bisschen mit Lahmus klar. Gucken wir uns mal die Werte an. Hier, Lahmus. Lahmus! Okay. Verteidigung natürlich sehr hoch. Spezialangriff auch sehr hoch. Coole Sing. Bisschen langsam für meine Verhältnisse, deswegen mag ich es auch nicht so, aber naja. Wem es gefällt. Derweil tun wir jetzt einfach mal Kyoko nach vorne, denn im Eisfahrt gibt es unser süßes kleines neues Pokémon. Route 44, Eisfahrt voraus. Dann gucken wir mal. Ja. Dum, 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 da, 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 da. Tja, ich bin jetzt gerade auf der Suche nach einem Pokémon. Wenn jetzt mal eins kommen würde. Fände ich das auch durchaus Korall. Scheint aber keins kommen zu wollen. Schade. Gehen wir mal hier ein bisschen lang. Vielleicht kommt ja auch mal eins. Oder so.
Ansonsten werde ich so lange reden, bis ich jetzt unser nächstes Teammitglied fangen kann. Schau, dass nur einer vergisst. Dann mache ich mal hier die ganzen Rätsel. Ja, diese Rätsel sind ja hier eher was für den Bänger. Ja, wisst ihr hier. Bam. Unglaublich, ne? Unglaublich, meine ganzen Kenntnisse hier. Zack, 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 zack. Und wir haben ganz gerade. Ah, es ist einfach unglaublich. Das schüttelte er Bänger einfach so aus seinen Ärmel. Und ey, ein wildes Pokémon. Und es ist? Nein, es ist nicht. Ich will kein Kack-Golbat. Verzieh dich. Ich suche jetzt dein einziges Teammitglied. Hallo? Ja gut, guck ich halt hier entlang. Ja gut, guck ich einfach mal hier. Und dieses Rätsel habe ich gerade eh keinen Bock. Boah, Alter, das kann doch nicht sein. Wo ist denn jetzt das kleine Pokémonchen? Das will ich ja unbedingt fangen. Kann nicht sein. So, machen wir mal ein bisschen Slalom. 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 Sag das Slalom. Du Rotkäppi tragender Vogel. Olom. Geht doch. Unglaublich, wenn man... Da ist es, da ist... Oh. Auch ein männliches. Da habe ich leider keinen Namen für. Ich habe jetzt nur ein weibliches eingeplant. Egal. Der Drumherum. Sehr effektiv. Wie geht's weiter? Jungs singt. Deckel. Und nochmal. Der Drumherum. Ja, jetzt können wir das natürlich fangen. Richtig schön geschwächt. Pulverschnee, Quiekel von Bo-Typ, Bodeneis. Einmaliger Typ. Richtig stark. Keifel war in der zweiten Generation noch vor, BL, also Borderline. Eins der öfters benutzten Pokémon. Und das fangen wir uns einfach mal. Ah, das ist so geil. Toll, Quiekel wurde fangen. Ja, haben wir einen Namen dafür? Quiekel, ein Ferkel. Auf Nahrungssuche schnüffelt es am Boden entlang. Es entdeckt dabei manchmal auch heiße Quellen. Möchtest du Quiekel einen Spitznamen geben? Natürlich. Wie wär's mit... so einem Doppelnamen wieder? Herr Eber! Ich bin den am geil. Herr Eber. Wie der Eber sind doch diese männlichen Wildschweine gewesen oder so. Oder so. Gucken wir das einfach mal an. Herr Eber. Ja, Moves lassen zu wünschen übrig, aber das Training, das kriegt der gute alte Riegebank schon hin. Von daher würde ich jetzt mal sagen, danke fürs Gucken, Leute. Bis bald, mach's gut und ciao. Euer Riege.